Waar waren we ook alweer gebleven? In Portugal. Waar ze de deur wijd open hadden gezet voor vluchtelingen. Maar degenen die daar naartoe kwamen, wilden uiteindelijk toch liever weer door naar Duitsland. Hoe mooi en vriendelijk Portugal ook is. We zijn een país. Maar depois viemos para Portugal. Als er iets is dat ons de afgelopen 20 jaar overvallen heeft, dan is het wel het vluchtelingenprobleem. Je kunt lang delibereren over de vraag waar dat achteraf gezien misging. Maar misschien veel interessanter is de vraag hoe wij Europeanen omgaan met ons schuldgevoel. Wij hier en rijk, zij daar en arm. Dus met welk recht hou je ze buiten? Met welk recht ontzeg je de ander de kans op een beter leven? Kortom, waar trekken wij onze grenzen? En waar eindigen schuld en empathie? We begonnen de nieuwe eeuw barstend vol optimisme. Alles kon alleen maar beter worden. Maar dat viel tegen. Het leek alsof niemand het zag aankomen. Maar niets is moeilijker dan geschiedenis herkennen als je er middenin zit. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl der Zufriedenheit, das durch deinen Körper fließt, wenn man etwas Gutes getan hat. Etwas Selbstloses, etwas, auf das man stolz sein kann. Dieses Gefühl des Stolzes verspürten wir im Sommer 1979. Ein deutscher Kapitän entdeckte damals ein kleines Boot, das steuerlos auf dem südchinesischen Meer trieb und darauf Menschen, die wilde Gebärden machten. Er zögerte keinen Moment und holte sie an Bord. Es schienen Vietnamesen zu sein, die mit wahrem Todesmut auf Fischerboote gestiegen waren, auf der Flucht vor der Rache der neuen kommunistischen Regierung. Als das deutsche Schiff mit den Vietnamesen an Bord in den Hamburger Hafen einfuhr, rannten wir zum Blumenladen und zogen en masse zum Hafen, um sie willkommen zu heißen. Der Bürgermeister soll sie so zu sich nach Hause zum Essen eingeladen haben. Das Schiff, das die ersten Bootsflüchtlinge rettete, wird in den Jahren danach noch ungefähr 10.000 Vietnamesen aus dem Meer aufnehmen. Und wir? Wir nahmen sie liebevoll in unsere Mitte auf. Das war selbstverständlich. Aber irgendwann verloren wir diese Selbstverständlichkeit von damals. Denn je mehr Menschen nach Europa flüchteten, umso mehr machte unsere Gastfreundschaft Platz für etwas anderes. Für Angst. Für Selbsterhaltung. Wann begann die Veränderung? Vielleicht am 20. Juni 2004. 20 Juni 2004. Op die datum voer het Duits vrachtschip over de Middellandse Zee. De kapitein was door collega's gewaarschuwd voor een nieuw fenomeen. Hij moest goed opletten voor plotseling opduikende rubberbootjes, barstend vol mensen. Zelf had hij dat nog nooit meegemaakt. Tot die 20e juni. Wat er die dag gebeurde, zou zijn leven totaal op zijn kop zetten. Als wir ins Mittelmeer reinfuhren durch die Enge von Gibraltar, da lagen auf der Seite von Gibraltar zwei deutsche Schnellboote, die mit verhindert haben, dass Flüchtlinge von der anderen Seite rüberkommen nach Europa. Und dann, dass da so viele kommen, das stand ja nie in der Zeitung. Das waren immer nur mal eine Zeile. Aber dann haben wir die Seekarten gesehen, elektronische Seekarten. Und da waren überall, an ganz vielen Stellen, waren Totenköpfe eingezeichnet. Und das bedeutet, dass die Fischer da nicht fischen können, weil sie immer Leichen im Netz haben. Und da wurden wir langsam misstrauisch. Kapitän Schmid hat alle Reden, um argwanend zu sein. Want doodshoofden waren ooit mensen. Mensen zoals de Afrikanen die hij tegenkwam die bewuste dag op 20 juni 2004.
Das war so weit draußen auf dem Meer, dass man gar nicht sich vorstellen könnte, so ein kleines Gummiboot zu sehen. Das war 6 Meter lang, 2 Meter breit, mit 37 Menschen drin. Wenn ein Kapitän an so einem Boot vorbeifährt und nicht rettet und jemand von der Besatzung zeigt ihn an, das war nicht in unserem Kopf, aber das wussten wir so, dann geht er in Deutschland wegen unterlassener Hilfeleistung 6 Jahre ins Gefängnis. Und das war überhaupt keine Frage, dass man da rettet, natürlich. Zunächst war es so, dass wir ausgeschlossen haben, wo es nicht hingeht. Das allererste war nordafrikanische Küste. Davon natürlich überhaupt nicht Libyen, weil das ist ja, damals wussten wir sogar schon, welche schrecklichen Lager es da gibt. Und dann hab ich aber gesagt, jetzt das Einzige, wo wir sie wirklich auch vom Gesetz her hinbringen können und müssen, ist eigentlich Italien. Und da rief uns die Küstenwache an und sagte, ihr dürft italienische Gewässer nicht befahren. Our ship is not having the permission to enter in territorial waters of Italy. Is that correct? Nach allen Bemühungen, die wir in den 80ern unternahmen, um vietnamesische Bootsflüchtlinge zu retten, sollte man erwarten, dass unsere Regierung die Italiener stark unter Druck setzen würde, um das Schiff mit den Schiffsbrüchigen in den Hafen zu lassen. Aber auch in Deutschland wurden schon lange keine Blumen mehr gekauft für Bootsflüchtlinge. Kapitän Schmidt hörte nur eines aus Deutschland: Totenstille. Er war ganz allein. Und wenn man dann abends in der Koje ist, dann denkt man als Kapitän natürlich auch, man ist ja eigentlich alleine verantwortlich für das, was jetzt mit den 37, aber auch mit uns passiert. Das ist dann nicht so einfach. Und erst nach 7 Tagen, wo wir draußen vor dem Hafen rumgefahren sind, also weit draußen vor dem Hafen, immer mit Kriegsschiffen um uns rum, Hubschrauber, Kriegsschiffe, da haben wir einen Brief gekriegt vom Innenministerium Italien. Da stand dann drin, also ich kann schon fast drüber lachen, da stand drin, weil die jetzt schon so lange an Bord sind, sind sie jetzt keine Schiffbrüchigen mehr. Ja, warum sind sie so lange an Bord? Weil wir uns nicht reingelassen haben. Nicht? Der Besitzer des Schiffs, Elias Birdl, beschloss, nach alarmierenden Berichten über die Situation, so schnell wie möglich zum Schiff zu kommen, um dem Kapitän zur Seite zu stehen. Das war auch gut so, denn je länger die Kap Anamur vor dem Hafen hin und her fuhr, desto grimmiger wurde die Atmosphäre an Bord. Die Afrikaner wussten nicht mehr sicher, ob sie jetzt gerettet waren oder viel eher gefangen genommen. Der Kapitän und seine Besatzung fühlten sich immer unsicherer. Denn was sollten sie mit 11 Mann gegen 37 verzweifelte Afrikaner tun? Also überlegten sie sich, wie sie die Menge im Zaum halten sollten. Es wurde schon sichtbar, dass sie immer nervöser wurden, weil unsere Krankenschwester hat die dann schon, die letzte Woche hat sie schon jeden Morgen Beruhigungsmittel in den Tee getan. Und meine Besatzung hat mit denen auch Lieder gesungen. Die Schiffsmechanikerin Jutta, die hatte eine Gitarre dabei, die hat dann mit denen Lieder gesungen. Oder wir haben mit denen Tischtennis gespielt, einfach sie zu beruhigen. Und ich habe jeden Abend eine Stunde sozusagen Gottesdienst gemacht. Was Kapitän Schmidt auch probierte, um die afrikanischen Passagiere zu beruhigen, das tagelange Warten wurde einigen zu viel. Also als ich merkte, dass es sehr schlimm wird an Bord, und deswegen habe ich dann geschrieben an die italienische Behörde, die Gefahr hier an Bord wird zu groß, ich kann für die Sicherheit des Schiffes und der Besatzung nicht mehr garantieren und ich möchte, dass sie uns eine Nachricht geben, dass wir bis 12 Uhr einlaufen dürfen. Ansonsten mache ich einen internationalen Seenotfall daraus und laufe trotzdem ein. Das Ultimatum des Kapitäns funktionierte. Endlich gaben die italienischen Autoritäten der Kap Anamur die Erlaubnis, in den Hafen einzulaufen. Ja, das war eine große Erleichterung. Dann lagen wir uns alle in den Armen und haben geweint. Da wussten wir ja noch nicht, was dann auf uns zukommt. Ich habe gesteuert. Der Lotse hat zu mir gesagt,
fahr mal ganz langsam, noch langsamer. Ich sag, wenn ich noch langsamer fahre, kann ich das Schiff nicht steuern. Später wusste ich dann, warum. Die wollten mich nämlich eigentlich auch noch anklagen, weil ich viel zu schnell reingefahren bin und die ganze Hafenanlage gefährdet habe. Da wollten sie mich 12 Jahre für einsperren. Die haben versucht, von Anfang an uns irgendwie reinzulegen. Es ist einer der schönsten Augenblicke meines Lebens, aber nicht nur für mich persönlich, auch für alle, die hier unten mitgeholfen haben, dass es nun endlich eine vernünftige Lösung gibt für diesen entsetzlichen und auch grotesken Fall einer Seeblockade gegen 37 afrikanische Schiffbrüchige. Das ist jetzt alles zu Ende. Die Zeit, an der herumgefummelt wurde, wo man Tricks erfunden hat, um uns irgendwie daran zu hindern, hierher zu kommen. Wir haben 37 Menschen. Wir bringen sie in einen sicheren Platz in Europa. Sie sind keine Illegalen. Man wird sie menschenwürdig behandeln müssen. Und das ist eine große Freude. Und wir hoffen, möglichst viele Menschen hier freuen sich mit uns in ganz Europa. Ende gut, alles gut, sollte man denken. Aber was das Ende eines dramatischen Vorfalls schien, war der Beginn eines jahrelangen juristischen und kräftezehrenden Kampfes. Beim Betreten des italienischen Bodens wurden Kapitän und Besitzer der Cap Anamur verhaftet. Yes. Long time no see. Klasse. Das hätten wir uns ja mehrfach. Ja. Durch die jahrelangen Prüfungen, die die Männer in Italien durchstehen mussten, wurden sie Freunde fürs Leben. Sie werden die Schwiegertochter von Kapitän Schmidt sogar zu einer zuckersüßen musikalischen Hommage inspirieren. Vielleicht nicht ganz der Geschmack von Seebären, aber ehrenvoll ist es sicher. An einen großen Kapitän. Er hatte Flüchtlinge gerettet und musste vor Gericht dafür stehen. Wir alle mussten uns erst einmal dran gewöhnen, nicht nur die singende Schwiegertochter. In den 80ern waren diese Art Männer noch Helden. Auf einmal wurde gesagt, dass es keine Helden, sondern Kriminelle waren. Menschenschmuggler, die bestraft werden mussten. Den Männern drohte 12 Jahre Gefängnisstrafe und 440.000 Euro Geldbuße. Das provozierte Elias Birdl erst recht. Und ich war so sauer, dass ich dann gesagt habe, Entschuldigung, ich habe nur eine Frage. Gibt es noch die Todesstrafe in Italien? Da ist der echt ausgeflippt. Da hat der mich angebrüllt. Wir werden dir zeigen, die Gesetze in Italien zu befolgen. Okay. Wir wissen später, dass deutsche Reeder manchmal ihren Kapitänen gesagt haben, wenn du so ein kleines Boot siehst, guck mal lieber weg. Und es hat sich auch vor allen Dingen niemand interessiert für die Situation da draußen. Das fand ich und finde das bis heute ganz schrecklich. Wir saßen in diesem Gerichtssaal. Und da vorne ertrinken die Leute. Weil das kann ja wohl nicht sein. Ich meine, unsere ganze Zivilisation wird einfach in die Tonne geklopft, wenn man sagt, Menschen, die andere retten, sind Kriminelle. Ich habe rund der Zeit, dass dieses Verhaal spielt, vaak afgefragt, warum ineens so viele Menschen ervoor kozen, die gefährliche Tocht over See naar Europa zu unternehmen. Warum pakten sie nicht gewoon het vliegtuig? Pas veel later begreep ik dat de Europese Commissie hier de hand in had. In 2001 ging de Europese richtlijn nummer 51 van kracht. Dat klinkt saai en dat was de meeste journalisten ook volkomen ontgaan. Maar het had enorme gevolgen. Richtlijn 51 dicteerde namelijk dat luchtvaartmaatschappijen en rederijen voortaan verantwoordelijk waren voor het vervoeren van passagiers zonder geldig visum. Voor iedere reiziger zonder visum betaalden ze dan torenhoge boetes. Daar ergens moet het zijn begonnen. Voortaan was er nog maar één route naar Europa. Die over zee. De lifeboat is stored under your seat. When instructed, flip the vest over your head. It is impossible for us Ghanaians to take a plane to Europe without a visa. On the other hand, Europeans are never shy of sending us back by plane for free. Where we invest months and thousands of dollars to get across the water,
They see to it that we are back to square one within 8 hours. When you talk to people here, you sometimes get the feeling that one half of the inhabitants have already been deported and the other half plans to leave. Migration is a hot topic. What I wanted was just to travel to Europe. My father wanted me to go to school. Because he said, Aziz, you should be patient in life. But I didn't listen to him. And actually, I regretted for not listening to my father. I regret it so much. You spend a lot to go, a lot of expectations on you. Then when you come, you come back home empty-handed, nothing. You are a loser. You understand that? Aminu and Aziz had never met before. Even though they came from the same town, they crossed the same desert to Libya and put themselves down in the same lousy jobs to get the money for the crossing. They got to know each other on the Libyan beach, waiting for the boat that would take them, along with 35 others, to Europe. The captain claimed to know how to drive the boat, but he didn't know how to drive it. He confessed to us that, my brothers, I don't know how to drive the boat. I just wanted to go to Europe. So please forgive me. Whatever happens, I'm sorry. So we got into the high seas, we passed international waters, and then we were between Italy and in Malta. So that was when we saw the Capanamo ship. So they were waving at us, calling us to come to them, but we ignored them because we just wanted to go without anybody's rescue. The Italian coast was so close. The men on the rubber boat did everything possible in order to enter the country unseen. Who knows what happens to you when they pick you up from the sea? Who knows what they will do to you? But when the nice weather changed to a dark storm and the waves became higher and higher, they had no choice but to call for help. We're just about to drown. So I personally remove my shirt and I wave it to the boat, the Capanamo. And then they rush and came to our rescue. It was shocking. Actually, I was emotionally depressed. I asked myself, what did I do wrong? Because others get it so easy. It's like I was being rejected by God. Inside the ship, we didn't have enough details of what was happening. We're just more or less like captives, even though they didn't capture us. It got to a point where we're so frustrated because we wanted to get to the land. Finally, the Italian authorities gave the Capanamo permission to sail to the port. The feeling of relief when Aminu and Aziz finally were able to set foot on European soil quickly changed to despair when they were put on the plane back to Ghana without mercy. That moment was the worst moment of my life because I thought like I had lost everything. All my dreams and my aspirations were just gone. Aziz tried to reach Europe again. He spent a number of miserable and humiliating years there. Without the right papers, he was forced to live in the shadow of European prosperity. This was not exactly what he dreamed of as a boy. After traveling to Europe, I came back without any success. I came here and I saw my classmates and my colleagues. They've gone far ahead of me, like maybe 10 years gap, a gap that I cannot cover. It is very difficult to accept that our European dreams often fail. In order not to lose hope for a better future, we try to close our eyes and forget countless family and friends who lost their lives along the way. And those who were sent back, well, that was just bad luck, right? Anyone unable to soothe his fear so easily
can always take courage from photoshopped pictures in which Ghanaians pose with a Porsche, a blonde woman, and a beautiful house somewhere in that distant Europe. Now, Aminu and Aziz know better. Together they have faced death, and today they devote themselves to preventing others from putting their lives at risk for an illusion. I will never advise my enemy to embark on this journey. So let's tell the youth what they don't know. Let's share our experiences with them. Or I just want illegal migration to be unattractive to the youth. Walking in the desert is very difficult. So this is the means that we used to travel across the desert to Italy. You see, these are pictures of people who have not made it, the unfortunate ones. You see, this is a dead body on the track. That's a dead person. The route is very dangerous. So if you try to travel to Libya, they will abduct you, kidnap you, and you call your parents for ransom. So if your parents are not able to afford, this is what they do to you. They beat you up and then chain you in their cells. So if you want to gain your freedom, they will sell you to employers. If they decide to put you into prostitution, they will lock you in a room, and men will be coming in and be going out until you make that kind of money for for your release. My last word for you is, I spent 8 years living outside Ghana. What I wanted, I didn't find it there. When you go there, you don't have documents, you are nobody. You are always on the run. What you see on television is not the real thing. You must have a reason for traveling to Europe. If it is on scholarship, then that is fine. So please, do not rush to travel out. You study hard. Who knows? There might be ministers among you. There might be parliamentarians among you. But it's going to come from you. Your dedication towards your studies will actually show you who you'll be in the future. My name is Issa Fusena. I am 23 years of age. I would like to study in the UK and become a teacher. But I would like to be an artist in future. I'll go to like outside country like USA. I want to be a musician. I want to be a nurse in future at German. When I was 8 years, then I've been dreaming about it, to be in outside countries one day, especially Europe countries. The fact that Europe treats immigrants badly, that one cannot stop them from going. We only have to look for solutions, because there are always push factors. Why do people still want to go? Why do people want to travel? Apart from some are aware that it's dangerous and they can lose their lives, but yet they are still desperate to go. This boils down to the economic situation of the country. There is high rate of youth unemployment. That is what we have to tackle. Yes. If there was enough work here, we would not leave. Yet, it sometimes seems as if it has become a part of our DNA to venture the journey to Europe. Maybe that's another reason we hold on so hard to that dream, despite all the risks, despite all the stories of humiliation, poverty, and death. Vanaf 2013 zorgde de oorlog in Syrië voor een dramatische toename van asielaanvragen in Europa. Dat kwam tot een piek in 2015, toen vluchtelingen en andere immigranten massaal toestroomden. Eerst over zee en vervolgens over land. We kennen allemaal de apocalyptische scènes. Men wilde vooral naar Duitsland, want de Duitsers stonden massaal klaar om de vluchtelingen te verwelkomen. Angela Merkel zei het toen nog zo dapper.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Maar de rest van Europa liet Merkel danig in de steek. Waardoor steeds meer Duitsers ook genoeg kregen van de barmhartige houding die ze blijkbaar nog steeds als Wiedergutmachung moesten tonen. Het moest nu maar eens afgelopen zijn met die eeuwige schuld, vonden zij. De populisten van Pegida en de Alternatieven voor Duitsland sponnen garen bij dit sentiment. Jetzt kommt das schwierigste Kapitel, in dem wir Europäer uns zu verändern schienen. Von einer Gesellschaft, die geschworen hatte, nie mehr wegzusehen, in eine, die beschloss, lieber gar nichts mehr zu sehen. Aber warte mal, zunächst sollten wir noch mal kurz zurück in der Zeit. Zurück zu dem Prozess gegen unsere Landsleute, den Kapitän und den Eigentümer des Schiffs Cap Anamur in Italien. Il PM aveva chiesto la condanna a 4 anni per il presidente della Cap Anamur e il comandante della nave e la soluzione per il primo ufficiale. Ich habe mich total gefreut, dass wir freigesprochen wurden, was man ja auch hat er sich garantiert auch, aber natürlich kommt gleich der zweite Gedanke, was wir da gerne machen würden. Wer traut sich das noch, wenn man da für 6 Jahre vor Gericht steht, ne? Für die beiden Freunde verlief es letztendlich glimpflich. Ihr Prozess hätte ein abschreckendes Beispiel sein sollen, aber die Justiz hatte nicht mit der Streitlust des normalen europäischen Bürgers gerechnet. Der eilte zur Hilfe, ohne erst einmal ein Gesetzbuch zu Rate zu ziehen. I volunteered on the island of Lesbos as an emergency responder, and for this I was held in pretrial detention for 106 days without charge. So I was in prison for 3.5 months. Donc je suis dans la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne. Je suis poursuivi par la justice pour avoir hébergé des gens, pour avoir transporté des gens en migration. Le procès est toujours en cours et je risque 4 mois de prison avec sursis pour cela. Jeg blev dømt som menneskesmugler efter at have hjulpet en syrisk flygtningefamilie med ophold, det vil sige, at jeg serverede kaffe for dem, sodavand, kanelsnegle og lod dem bruge toilettet. Og så gav jeg dem et lift til en togstation, for det fik jeg en bøde på 25.000 danske kroner eller 14 dages fængsel. Jeg var kapitænen des Rettungsschiffs Juventa, bis es im August 2017 beschlagnahmt wurde. Heute bin ich eine von 10 Besatzungsmitgliedern der Juventa, gegen die in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt wird. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Haft und horrende Geldstrafen dafür, dass wir Leben gerettet haben. Jetzt steht uns ein jahrelanger Schauprozess bevor, der uns etwa 500.000 Euro kosten wird. Das hier ist Pia Klemp. Ihr Kapitänszeugnis machte sie extra, um Bootsflüchtlingen entgegenfahren zu können. Pia fuhr auf Schiffen verschiedener privater Hilfsorganisationen und nahm in einem Jahr mehr als 14.000 Migranten aus dem Mittelmeer an Bord. Ich denke, wenn man das erste Mal Leute wirklich um ihr Leben schreien hört in tiefster Verzweiflung, das ist etwas, was man nicht vergisst, aber genauso wenig wie das erste Mal, wenn dich jemand anguckt und sich einfach dafür bedankt, dass du da warst. Das ist unvergesslich. Es war jedoch schnell vorbei mit den Rettungsaktionen auf dem Meer. Im August 2017 wurde Pias Schiff im Hafen von Lampedusa beschlagnahmt. In den letzten Jahren setzten die europäischen Regierungen alles daran, solche Rettungsschiffe am Auslaufen zu hindern. Pia sitzt auf jeden Fall gezwungenermaßen am Kai. Und für ihre Besatzung ist es jedes Mal wieder die Frage, ob sie auslaufen können. Und deshalb schlagen sie manchmal die Zeit mit einer kleinen Rundfahrt im Lübecker Hafen tot. Frustriert, denn wenn sie nicht ausfahren können, können sie keine Menschen retten. Aber auch vor allem, weil damit die Idee hinter der Sea-Watch verloren zu gehen droht. Sea-Watch wurde damals gegründet, deswegen auch der Name Sea-Watch. Weil die erste Idee war eigentlich, nicht direkt Menschen zu retten, sozusagen ein Rettungsschiff zu sein, sondern darum, diese, ich sag mal, Blackbox, das Mittelmeer. Es ist schwierig für
Journalisten dorthin zu kommen und Videoaufnahmen zu machen und den Menschen zu zeigen in Europa, was dort passiert. Deswegen haben wir selbst Leute, die Videos machen und viele Kameras auf dem Schiff, um einfach auch zu dokumentieren, was passiert. Und wenn wir nicht dort sind, dann passiert auch, also dann wird auch nichts gezeigt und dann interessiert es auch keinen. Und deswegen legen wir sehr großen Wert darauf, alles aufzunehmen und aufzuzeichnen. Ein Schiff als Blackbox des Meeres, die aufzeichnet, was ansonsten verborgen bleiben würde. Die zeigt, was wir lieber nicht sehen. Und auch nicht mehr sehen dürfen, wenn es nach dem italienischen Innenminister geht, der mit viel Tamtam und mit Unterstützung der EU die Kontrolle über das Mittelmeer an die libysche Küstenwache übertrug. Ai primi di febbraio noi abbiamo firmato un accordo con il governo libico di cooperazione nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Die libysche Küstenwache bekam Geld, Patrouillenboote und Training, um die Migranten daran zu hindern, europäische Gewässer zu erreichen. Auch werden es Organisationen wie Sea-Watch so schwer wie möglich gemacht, was zur Folge hat, dass sie nicht mehr dokumentieren können, wie die Libyer vorgehen. Ansonsten würden wir täglich mit Bildern konfrontiert, wie mit diesen. Nach dem Notsignal eines Schlauchboots treffen sich die libysche Küstenwache und Sea-Watch mitten auf dem Meer. Das Schlauchboot ist gerade gekentert und mindestens 7 Menschen sind in akuter Lebensgefahr. Die Helfer wissen, dass jemand, der nicht schwimmen kann, nur 30 Sekunden im Wasser überleben kann. So guys, take the persons in. Take the persons in now. Gennaro, the persons in now. Und dann sind wir Zeuge vom Schrecklichsten. Händen, die für immer untergehen. Von der Brücke aus konnte man dann auch eigentlich alles sehen, was neben dem libyschen Schiff und drumherum passiert, weil wirklich jede Sekunde und jede freie Hand über Leben und Tod von einem Menschen entscheiden kann. No, no, them first. He doesn't have life jackets. Okay, come on board. Und zwar erzählt worden, dass die Europäische Union weder Kosten noch Mühe gespart hatte, die libysche Küstenwache darin zu trainieren, Menschen auf See zu retten. Und dennoch tun die Libyer hier nichts, um die Migranten vor dem Ertrinkungstod zu retten. Die sogenannte libysche Küstenwache hat in mehreren Fällen gezeigt, dass ihr Hauptziel es nicht ist, dort rauszufahren und Menschen zu retten. Nicht nur das, sondern auch, dass sie aktiv unser Schiff zum Beispiel gebordet haben mit bewaffneten Personen. Damals, als sie als Lifeline gefahren ist, wo auch Schüsse gefallen sind. Was man hier sieht, ist gerade ein Coast Guard-Menschen, der quasi filmt, was da passiert. Und eigentlich, also, wenn man da vor Ort war, hat man sich gefragt, warum filmt er eigentlich, warum rettet er nicht? Oder auch ja, die libysche Küstenwache Kartoffeln auf unsere Schnellboote geworfen hat. Und das ist natürlich schon ganz klar, da muss man nicht mehr diskutieren, wenn man gerade dabei ist, Menschen, die ertrinken, aus dem Wasser zu ziehen und jemand die Idee hat, nach unten zu gehen in die Küche, nach Kartoffeln zu suchen, diese Kartoffeln rauszunehmen, nach oben kommt und diese Kartoffeln in vollem Bewusstsein auf jemanden wirft, der gerade dabei ist, einem anderen Menschen das Leben zu retten. Ich glaube, viel mehr muss man darüber nicht sagen, dass das Menschen sind, die, denen es nicht darum geht, dass Menschen gerettet werden, sondern die in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Die meisten Migranten, die auf dem Schiff der libyschen Küstenwache gelandet sind, riskieren lieber ihr Leben, als dass sie zurück nach Libyen müssen. Dieser Mann zum Beispiel springt vom Schiff, nachdem er eine Tracht Prügel bekommen hat. Er hält sich an einer Leiter fest.
Aber die libysche Küstenwache tut so, als sehe sie nichts und fährt mit Vollgas davon. Ein italienischer Marinehubschrauber bemerkt, dass ihr libyscher Partner zu weit geht und greift ein. Erst dann ziehen die Libyer den Mann wieder an Bord. Ist Gennaro okay? Everything okay? Die Bilanz von dem Tag war, dass genau das etwa 40 Menschen widerfahren ist, dass sie zurück verschleppt wurden, dass wir 60 Menschen an Bord hatten, die wir gerade noch aus dem Wasser ziehen konnten und dass etwa 40, 50 Menschen völlig unnötigerweise da an Ort und Stelle ihr Leben gelassen haben. Die Menschen, die überlebt haben an diesem Tag, haben alle Angehörige verloren und wussten nicht, ob diese Angehörigen gerade da ertrunken sind oder zurück nach Libyen verschleppt worden sind. Und sie wussten alle nicht, was schlimmer ist. Die europäische Außengrenze, die tödlichste Grenze der Welt ist, das ist noch nicht mal ein Geheimnis, das ist auch keine Überraschung, das ist gewollt. Keiner von diesen Toten aus dem Mittelmeer ist ein Unfall. Liebe Menschenrechtsfundamentalistinnen, vielen Dank, dass ich hier heute sprechen darf. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich hier auf eurem Europaparteitag sagen könnte, es geht nur um Europa, um die sogenannten europäischen Werte und all das. Es geht mir leider auch nicht darum, dass ich und andere freiwillige Seeleute möglicherweise für bis zu 20 Jahre in Europa ins Gefängnis müssen, weil wir uns strikt an internationales Recht gehalten haben. Es ist viel schlimmer. Es geht um einen Grundsatz, der gerade in diesem Land 74 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und 70 Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht zur Debatte stehen dürfte. Es geht darum, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Ich glaube, in 50 Jahren wird man noch mal mehr als jetzt die Frage an vorherige Generationen stellen. Wie konntet ihr das zulassen? Ihr habt es doch gewusst. Es kann doch nicht sein, dass ihr das nicht gewusst habt, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Es kann doch nicht sein, dass ihr nichts dagegen gemacht habt. Genau die gleichen Fragen, die ich meinen Großeltern gestellt habe. Pia zielt auf unser Schuldgefühl ab. Gerade wir Deutschen sollten es besser wissen, dürften nicht wegschauen angesichts der Tatsache, dass das Mittelmeer ein Massengrab geworden ist. Aber es ist eine ungemütliche Wahrheit für alle Europäer. Wir haben es gut hier und Angst davor, dass andere mitprofitieren. Also exportieren wir unser Problem, lassen die Libyer die Drecksarbeit für uns machen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wir geben lieber den Menschen die Schuld, die den Plan durchkreuzen, Menschen wie Pia, die uns zwingen, hinzugucken. Es bleibt die Frage, was wir mit dem scheinbar unaufhaltsamen Strom an Migranten tun sollen, die viele von uns angesichts der Wahlergebnisse der letzten Jahre hier lieber nicht sehen wollen. Ertrinken lassen ist wohl die zynischste Lösung. Was können wir tun? Die meisten normalen Bürger fühlen sich machtlos. Ich bin auch ein normaler Bürger. Zu mir ist auch keiner gekommen und hat gesagt, oh, gut, dass ich Sie hier an der Ampel treffe. Können Sie bitte Kapitänin auf einem Meeresschutzschiff werden oder Kapitänin in der zivilen Seenotrettung? Ich glaube, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, das wir heute haben, diese Passivität und darauf warten, irgendwo abgeholt zu werden. Dass man sich so einfach macht, ja, die Politik, ja, dann bau halt Parallelstrukturen auf, dann sei halt aktiv, dann mach was, mach halt einfach, sei mündig. Jeg samlede en flygtningefamilie op med to små børn. For det blev jeg dømt som menneskesmugler, og min mand og jeg fik en bøde på 50.000 kroner.
Mais tout ça n'a absolument eu aucun impact sur ma détermination à aider ces gens qui sont dans une grande souffrance. Et depuis, je crois que maintenant, ça fait 2 ans que j'héberge. J'ai eu une quinzaine de nationalités différentes. Je continue à héberger. Je n'ai pas peur parce que je sais que ce que je fais est juste.